In Schlanders wurde kürzlich eine besondere Statue enthüllt. Sie ist aus Marmor und wurde in bester Zusammenarbeit zwischen Göflaner Marmorwerken, Gemeinde, Apfelwirtschaft und Tourismusverein in Auftrag gegeben. Wir haben ein bleibendes Kunstwerk für Schlanders geschaffen. Und ich glaube, das ist eine große Aufwertung für unsere Gemeinde. Und ich kopf der Telagier frisch. Nein, der war geschenkt. Ah, geschenkt ist geschenkt. Dass auch der Direktor sozusagen, der Platzherr, wenn ich so sagen darf, auch ganz kurz Wort ergreift. Das ich habe ja gesagt, eigentlich leid, weil man erst die Zeit ist. Das ist beste Öffentlichkeitsarbeit für den Sportkreis. Wir wissen, der Karl ist ein ganz wichtiger Funktionär bei uns in der Gemeinde. Es gibt kaum eine Funktion, die er nicht schon bekleidet hat. Bürgermeister ist er noch nicht gewesen, aber wer weiß, ob es halt nicht mehr wert. Okay, ich werde mich kurz halten. Ich freue mich natürlich ganz besonders auf den Tag heute. Und ich kann euch sagen, wir von Touristusrein aus, wir haben uns ja schon auseinandergesetzt mit Nettel und auch mit Marmor. Und da sind wir fest dahinter. Und besonders freut es mich heute, wenn das enthüllt wird. Ich glaube, das ist noch ein Werk, das was nicht nur in Fitschgau gefunden wird, sondern im ganzen Südtirol und über die Grenzen hinaus. Und das bringt natürlich für uns als Touristen sehr viel, glaube ich. Das kann man dazu sagen. Und deswegen wünsche ich Ihnen danke. Molto, molto onorati di questo regalo. Grazie ovviamente a tutti quelli che hanno donato questo blocco, questa statua. E continuo. Insomma, grazie infinite, è sicuramente una pubblicità dovuta anche per il turismo e per il futuro della nostra valle. Grazie infinite. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Viele haben sich gewünscht, dass die Dunja Modell gestanden ist für diese neue Statue. Ich hoffe, dass die neue Statue halbwegs, sag mal, diesen hohen Anspruch dann auch noch erfüllen. Ich darf mich zur Enthüllung streiten, gell? Ja. Dunja, wenn wir vielleicht miteinander ziehen, oder? Es hat geheißen, wir sollten seitlich vorsichtig, nicht, dass wir im Block rumwerfen. Sonst die Dunja gut. Kann das fast mehr ich sein. Also geplant war eine Dame, aber jetzt ist das dummerweise der Bürgermeister geworden. Wir wissen auch nicht, wie das passiert ist. Wahrscheinlich hat sie sich von der Bürgermeister verfehlt. Aber nichtsdestotrotz, der Bürgermeister war gelungen. Eigentlich bin ich schon ein bisschen megerer, oder? Ja, aber es soll auch noch ein Wohlstand für Schlanders darstellen. Die Statue ist rund 2 Meter groß, sieht aus wie ein Marmorbürgermeister samt Kette und weist eine Besonderheit auf. Sie lebt nämlich. Nach der Enthüllung wurde das Geheimnis gelüftet. Die Schlanderser haben den Beginn des Faschings gefeiert. Und haben dabei auf jene 2 Produkte zurückgegriffen, die sie auch darüber hinaus vermarkten, wo es nur geht, Äpfel und Marmor. Damit dies auch klappt, wurden die Mitglieder des Faschingskomitees zu Hilfe gerufen. Und ich kläre die Leute lernen und sagen, das Volk von Schlanders will die Regierung anders. Ich hätte sie gerne. Ja, geschätzter Faschingsrat. Aber probiert es einfach ein Glück und macht es richtig. Dankeschön.